Hallo, ihr lieben Gartenfreunde. Auberginen. Ihr habt mich gefragt, kann man von Auberginen, also von Früchten selber, Samen entnehmen? Ob das geht und wie mache ich das? Ich habe Erfahrung mit Auberginen-Samen. Also ich habe letztes Jahr auch schon von guten, tollen Sorten Samen entnommen. Hier gibt es natürlich eine wichtige Regel dazu. Es müssen Sorten sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier zwischen den Auberginen eine F1 hat, wo man die Samen gekauft hat und ja, eine F1 Sorte bzw. eine Hybride, da würde ich keine Samen entnehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dasselbe wieder hier wächst, ist relativ gering. Aber wenn man von vornherein weiß, ja, das ist eine Sorte, auf jeden Fall, dann kann man natürlich Samen entnehmen. Also wie mache ich das? Also jahrelange Erfahrung mit Auberginen-Samen habe ich da nicht, aber ich mache es wie folgt. Also schaut, ich suche mir von Anfang an der Pflanze eine Aubergine aus, die als erstes wächst oder eine von den ersten und die laut Beschreibung stimmt. Dann kennzeichne ich die zum Beispiel wie hier mit einem Faden. Der Faden bleibt dann an der Pflanze, bis ich die Aubergine abernte. Ich lasse sie länger dran. Also die ist jetzt schon sehr hart. Nein, man hört es nicht, aber die oberen sind auf jeden Fall weicher. Und ich lasse die Aubergine sozusagen ausreifen. Bei weißen Auberginen tut man sich natürlich da schwer, aber ich lasse einfach etwas länger und dann ernte ich sie ab. Bei bunten, bei lilanen Auberginen oder bei dunklen fällt das einfacher. Und zwar, schaut, wenn man die beiden beobachtet, dann sieht man auf jeden Fall eine Farbveränderung. Die Auberginen, also die dunklen, von denen ich Samen entnehmen möchte, die werden auf jeden Fall heller. Also wie hier, seht ihr das? Und die verlieren den Glanz. Also bei den dunklen Auberginen tut man sich da leicht. Die ist jetzt auch schon mittlerweile sehr hart. Die ist noch weich, also die lässt sich noch reindrücken. Die sowieso, schaut mal, die ist noch heller. Also wenn man die drei jetzt so im Bild hat, dann sieht man eine Farbveränderung. Fokus der Kamera überträgt das nicht so schön, aber ich denke, das ist ungefähr sichtbar. Und so gehe ich dann vor. Ich kennzeichne mir meine Auberginen, also mit einem Faden, dass ich sie selber oder ein Mitglied meiner Familie nicht aus Versehen abschneidet, weil die sieht mittlerweile sehr unappetitlich aus, aber die bleibt trotzdem noch ein Weilchen hängen. Nachdem ich die hier, die ist ja zum Beispiel erntereif, die abgeerntet habe und dann schaue ich die noch ein paar Tage an und wenn das noch heller wird und noch stumper von der Farbe her, dann kommt sie weg. Und bei diesen dunklen genau dasselbe. Da habe ich mir die eine große ausgesucht. Erstens hat die eine sehr schöne Form. Die ist auch schon sehr groß, verliert auch langsam den Glanz, wenn man jetzt die daneben vergleicht. Dann sieht man, wie schön glänzend die ist. Die verliert den Glanz. Und das ist dann meine Samen-Auberginen. Ich mache von Auberginen nicht viele Samen. Ich nehme da immer nur eine Frucht. Da sind ziemlich viele Samen drin. Es ist sehr, sehr mühsam, muss ich einfach sagen. Man muss die aufschneiden. Es ist nicht wie mit Tomaten. Eins mach einfach auslöffeln und gut. Nee, hier muss man regelrecht die Auberginen ausschneiden und raussuchen alle Samen, die da vorhanden sind. Schaut, und genauso hier, da sieht man die kleinen, das ist überhaupt eine Mini-Pflanze. Und hier sollte man die Auberginen also im Mini-Format auch ernten. Also hier seht ihr, die kleine ist sehr dunkel. Und wenn man nach unten schaut, die größere, die etwas größere ist heller, ist auch schon blasser und nicht mehr so leuchtend wie die hier. Also diese Aubergine ist reif zum Essen und die reift für mich noch ein bisschen nach. Hier seht ihr auch den Faden, damit ich ihr Samen entnehmen kann. Wie gesagt, ich mache Auberginen-Samen nur aus einer Frucht, weil aus Erfahrung, ja, mir reicht das. Ich brauche ja je Sorte immer nur eine Pflanze, aber ich baue jedes Jahr immer neue Sorten an, weil ich das einfach so spannend finde und Auberginen wachsen auch relativ einfach, sind sehr pflegeleicht. Auch so kleine, schaut, so kleine Sorten, also kleine, kompakte Pflänzchen. Da hat man zwar kleine, aber die kann man öfter ernten und immer wieder mal verwenden. Auch in der Küche so für Ratatouille oder überhaupt Gemüse oder sonst was. Deswegen finde ich Auberginen so spannend. Und noch einmal ganz kurz hier zu diesen Auberginen.
Wie erkennt man, welche Aubergine sich eignet für Samenentnahme? Schaut, das sind hier meine Minis. Also wenn ich meine Hand dagegen halte, dann seht ihr genau, dass das wirklich Winzlinge sind. Das sind so Mini-Auberginen, finde ich super. Es gibt solche und solche, aber ich mag die auch, weil ich die dann wunderbar abernten kann, so wie die zum Beispiel. Die ist erntereif und in irgendein Ratatouille-Ragout mit rein und fertig. Dann wachsen die schnell nach und so geht es weiter hier. Und hier bei diesen drei, da sieht man auf jeden Fall schon eine Veränderung. Also die ist sehr, die hat auch den Faden. Ich schaue immer, dass die Aubergine schön, eine schöne Form hat, nach der Beschreibung relativ gut ist. Wie der Hersteller die Sorte beschreibt, dass sie auch die Form hat, die Farbe und ja, die jeweilige Größe, die man auch vorgibt. Wenn es zum Beispiel heißt, das sind 10 bis 15 cm große Auberginen, ja, die ist ein bisschen kleiner, aber die wächst auch im Kübel und mir reicht das. Also wird es die sein. Die ist schon relativ hart. Nach ein paar Tagen kann ich sie abernten, schön aufschneiden und die ganzen feinen Samen raus. Die muss man nicht mehr einweichen oder wie mit Tomatensamen zum Beispiel. Nein, die muss man einfach raus, schön sauber machen, trocknen und dann kann man sie auch fürs nächste Jahr schon eintüten und nächstes Jahr verwenden. So gehe ich vor. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich habe es letztes Jahr gemacht und für dieses Jahr gab es auch schon die Schneeball-Auberginen. Ich weiß, viele von euch haben sie angebaut und ich freue mich natürlich auch über weiteres Feedback. Also das ist jetzt zu Auberginen-Samen gewinnen.